meine Damen und Herren, und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Taktik-Video. Wir haben seit langem wieder mal die Top 200 erreicht. Neuer Rekord für mich, das fünfte Mal in diesem Jahr. Somit habe ich meine Bestzahl vom letzten Jahr geknackt. Ja, und das macht mich sehr glücklich. Auf euer Drängen und auf eure Nachfrage habe ich jetzt nochmal beschlossen, ein Taktik-Video rauszuhauen. Ihr wolltet unbedingt wissen, wie meine enge Raute aussieht. Ich werde euch in diesem Video zeigen, wie meine Anweisungen aussehen, wie meine individuellen Taktiken aussehen, wie meine Balkenzahlen aussehen, warum und weshalb ich das genauso spiele und wo ihr euch inspirieren lassen könnt. Ganz wichtig, gilt für jedes Taktikvideo von mir, nicht blind übernehmen, gucken, was sind eure Stärken und Schwächen, demnach natürlich inspirieren lassen und für einen individuell justieren. Nicht blind kopieren, Freunde. So, meine Lieben, wir haben am Wochenende wieder 60 Spiele gemacht und konnten den 181. Platz mit 28 von 30 Siegen belegen. Eine Niederlage davon war berechtigt und die eine hätte nicht sein müssen. Also hätten wir auch 29 Siege fix machen können. So, Freunde, es wird so ablaufen, dass ich euch erst die Taktiken zeige, das heißt, wie sind die Balken, warum, weshalb, wieso. Dann zeige ich euch die Anweisungen und im Anschluss zeige ich euch, wie ich meine Angriffe aufbaue, wie ich verteidige und was die Formation für Stärken, Schwächen hat. Fangen wir an mit den Balken. So, kein Geheimnis, wir spielen die enge Raute und wir sind auch sehr, sehr zufrieden damit und wir reden in der dritten Person von uns, das ist nicht so cool. Also ich spiele die enge Raute, die zweite. Und meine Taktiken sehen so aus, nicht erschrecken, es ist sehr, 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 sehr offensiv. Vor allem, was die Verteidigung angeht. Im Defensivstil haben wir ausgeglichen. Warum haben wir ausgeglichen? Mit dem Stil ausgeglichen habt ihr die komplette Kontrolle über die Verteidigung. Habt ihr so Sachen drin wie Druck nach Fehlern oder Pressing nach Ballverlust oder ständiger Druck? Also Sachen, wo die CPU wirklich von alleine aktiv rausrückt, entstehen immer wieder Lücken in der Verteidigung. Diese Stile empfehle ich euch nur dann, wenn ihr vielleicht in Rückstand seid, wenn ihr vielleicht unbedingt ein Tor oder einen Ballgewinn braucht. Wenn ihr neutral in das Spiel reinstartet, wenn noch nichts passiert ist, dann empfehle ich euch nicht mit solchen Stilen oder mit solchen Defensivstilen reinzustarten, weil das von Grund auf Lücken in der Verteidigung aufreißen kann, die dann zu einem schnellen Gegentreffer führen kann. Vor allem, wenn man die Verteidigung nicht so ganz beherrscht, wie man sie beherrschen sollte. Startet damit ausgeglichen rein, ihr habt die Kontrolle über eure Spieler, euch kann nichts passieren, es werden keine Lücken aufgerissen, die nicht selbst verschuldet sind. Von daher ausgeglichen mein Weg für die Verteidigung. In der Breite experimentiere ich aktuell so ein bisschen rum zwischen 8 und 7 Balken. Ihr könnt sehen, wenn wir hier auf 8 Balken gehen, dann springt die Schrift um. Und wenn man wieder auf 7 Balken geht, steht man zwar auch ziemlich breit in der Verteidigung, aber die Schrift ändert sich auch wieder. Heißt, das müsst ihr für euch justieren. Wenn ihr sagt, hey, die enge Raute ist bei mir sowieso schon ziemlich, ziemlich kompakt in der Mitte und die Gegner kommen immer wieder über die Flügel und schaffen Überzahl. Wir haben ja einen Flügelspieler weniger. Ist ja keine Formation wie die 4-2-2-2 oder die 4-4-2. Es fehlen einfach Spieler auf dem Flügel. Dann könnt ihr hier mit 8 Balken arbeiten. Heißt dann für euch, dass ein ZM-Spieler immer wieder mit auf dem Flügel verteidigt. Fehlt dann natürlich in der Mitte. Wenn ihr diese Mitte aber mit den anderen übrigen zwei zentralen Spielern, also mit dem ZDM und dem ZM-Spieler, kompakt halten könnt, dann empfehle ich euch hier auf jeden Fall mit 8 Balken zu gehen. Wenn ihr sagt, nee, Flügel soll verteidigt werden, aber trotzdem die Mitte eher kompakter halten, ich kriege das manuell nicht so gut hin, dann empfehle ich euch auf jeden Fall 7, 6 oder vielleicht 5 Balken. Ich gehe mit 8 Balken. Bei mir klappt das super. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr gut im Spieler anwählen. Ich bin sehr, sehr gut im manuellen Zumachen von Räumen in der Mitte. Mir ist es wichtig, dass ich die Flügel so ein bisschen mitverteidige mit den Achtern. Das ist der Grund. Und viele haben mich hier gefragt, wieso gibst du denn deinen zentralen Mittelfeldspielern nicht bei den Anweisungen Flügel verteidigen? Das ist nämlich nicht das Gleiche. Wenn man bei den Anweisungen Flügel verteidigen gibt, dann stehen sie ganz, ganz unnatürlich wie so Flügelspieler auf dem Flügel. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Die sollen immer wieder von der Mitte nach außen laufen und nicht schon auf dem Flügel stehen, wie so ein Flügelspieler. So, in der Tiefe habe ich 8 Balken, Freunde. Selber Grund, bei 7 ändert sich die Schrift, man ist ein Tick tiefer, also man verteidigt einen Tick tiefer, eher Mittelfeldpressing und hier oben wird die ganze Zeit rausgeschossen. Das heißt, für meinen Spielstil, vor allem für meinen Offensivspielstil, ist es enorm wichtig, dass ich 8 Balken habe. Wie gesagt, justiert das bei euch selber, nicht blind kopieren. Hört mir erstmal zu, warum und weshalb und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr das probieren wollt oder nicht probieren wollt. Ich habe mich für 8 Balken entschieden, vor allem, weil ich mich sehr, sehr unwohl fühle, wenn ich in meinem 16er drin stehe, also wenn ich ganz, ganz tief hinten reingedrückt werde und wenn der Gegner dann anfängt, Handball zu spielen. Irgendwann flutscht dann immer ein Ball durch. So, und ich möchte immer die Kontrolle haben, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Deshalb habe ich die 8 Balken drin. Bei 8 Balken setzt die Verteidigung, also die Viererkette, die automatische Abseitsfalle an. Bedeutet,
Jedes Mal, wenn der Gegner versucht, dich hinten reinzudrücken, laufen die automatisch raus. Bälle hinter die Spitze werden dadurch ein bisschen einfacher für jemanden, der vielleicht ein gutes Auge dafür hat, einen Dreieckspass durchzuspielen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man, wie gesagt, manuell gut anwählen kann und wirklich gut im Verteidigen ist, dann ist das wirklich eine Macht. Man wird nicht hinten reingedrückt in den 16er. Diese typischen Pässe in den 16er, Körperfinte links, rechts, vorbei, Dragback, das klappt alles nicht mehr, sondern du kannst wirklich immer fast außerhalb dem 16er kannst du verteidigen und das ist wirklich enorm gut für mich persönlich und deswegen spiele ich das auch so. Wenn ihr nicht unbedingt jemand seid, der hochpressen kann oder aktiv anlaufen kann, dann empfehle ich euch natürlich ein bisschen weniger Balken reinzumachen, aber bei mir sind es auf jeden Fall 8. Und das Ganze geht auch Hand in Hand mit schneller Aufbau. Ich habe mich im Offensivspiel, wie schon gesagt, für schneller Aufbau entschieden, um vermeintliche Gegner, die vielleicht sehr, sehr tief stehen oder um Gegner, die sehr, sehr viel am Bunkern sind, trotzdem noch auskontern zu können. Gegen Leute, die wirklich tief stehen und nur am Bunkern sind, müsst ihr versuchen, jeden Konter zu nutzen, so schnell wie möglich die gegnerische Viererkette zu überspielen. Und das klappt am besten mit schneller Aufbau. Das heißt, wenn der Gegner attackiert, Ball verliert, dann könnt ihr wirklich blitzschnell nach vorne. Der Nachteil ist, alle Spieler spritzen mit nach vorne und ihr seid selber ein bisschen konteranfällig. Das ist das Einzige, was blöd ist, was den schnellen Aufbau angeht. Aber deswegen haben wir hier auch die Tiefe mit 8 Balken, sodass wir so hoch wie möglich, wenn alle nach vorne gelaufen sind, um zu attackieren, um Tore zu schießen, damit wir auch direkt Gegenpressing machen können, wenn wir durch den schnellen Aufbau und durch das schnelle Fortstarten von Angriffen den Ball vorne verlieren. Ja? Heißt, ihr müsst wirklich verteidigen können, ihr müsst wirklich hochpressen können, damit ihr diese zwei Kombinationen hier spielen könnt. Wenn ihr das nicht so drauf habt, dann könnt ihr hier auf langer Ball gehen, dann ist das Ganze so ein bisschen Piano, so ein bisschen langsamer und hier natürlich auch ein bisschen runterdrosseln bei der Tiefe. Das ist völlig okay. Ganz wichtig auch, wenn der schnelle Aufbau nicht greift, also wenn ihr jemanden nicht auskontern könnt, müsst ihr wirklich sofort Gas rausnehmen und anfangen, vor allem wenn jemand bunkert, mit Handball. Ne? Müsst ihr einfach machen, vor allem wenn jemand eine Fünferkette hat, hat er sich selber zu verdanken, wenn er gegen jemanden spielt, der dann auf Ballbesitz spielt oder ein bisschen länger den Ball hält. Also da müsst ihr sofort erkennen, Konter geht nicht, abbrechen und auf Ball. Die Breite habe ich auf 5 gelassen, wie gesagt, ist eine enge Raute, da müssen wir nicht so breit stehen. Das ist völlig okay, lasse ich standardmäßig drin. Und Spieler im Strafraum lasse ich jetzt auch auf 6 Balken. Wir haben schon 2 Stürmer und einen ZOM-Spieler, also ich will jetzt nicht, dass alles Mögliche reinläuft. Wir haben den Stil schneller Aufbau. Da läuft sowieso schon genug rein. Ne, ich will jetzt nicht nochmal mit Spieler im Strafraum alles anstacheln und nochmal bewegen, nochmal in den 16er reinzulaufen. Ich will immer mit meinen 8ern aus dem Zentrum raus in die Spitze spielen. Von daher hier auch ein bisschen, ja, bisschen gedrosselt. So, das waren die Taktiken, Balken und so weiter und so fort. Und jetzt zeige ich euch meine Anweisungen mit Erklärung. So, beide Stürmer bekommen von mir Abwehr überlaufen, Freunde. Ich habe das auch eine Zeit lang so gespielt, dass ich einem Stürmer Abwehr überlaufen gegeben habe und dem anderen habe ich Anspielstation gegeben. Klappt auch sehr, sehr gut, aber mit Abwehr überlaufen für beide Spieler könnt ihr den schnellen Aufbau auch noch ein bisschen besser nutzen. Also diesen Kontereffekt könnt ihr auch noch ein bisschen besser nutzen. Vor allem, wenn ihr nicht manuell mit der L1-Taste eure Spieler schicken könnt. Also auch ein bisschen nur anfängerfreundlicher. Aber wie gesagt, da könnt ihr euch frei austoben. Da könnt ihr auch vielleicht Anspielstation geben oder gemischter Angriff. Das ist völlig okay. So, unser Zehner bekommt defensive Verstärkung und hier ist ganz, 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 ganz wichtig, wenn ihr einen Zehner habt, der nicht defensiv arbeiten kann, also wenn ihr einen Zehner habt, der keine Defensivwerte hat und ihr nicht so gut im Verteidigen seid, dann gebt dem lieber vorne bleiben. Ich werde euch erklären, warum. Wenn ihr einen Zehner habt, der ganz, ganz schlechte Defensivwerte hat und der jetzt defensive Verstärkung bekommt, dann verteidigt der Zehner meistens irgendwo auf dem Flügel oder er verteidigt irgendwo in der Mitte. So, jedes Mal, wenn der Zehner mitverteidigt und er keine Verteidigungswerte hat, ist das ein Kandidat, der sehr, sehr einfach vom Gegner umdribbelt werden kann. Bedeutet, ihr werdet ein wichtiges 1 gegen 1 verlieren, wo der Gegner euch aussteigen lässt und eventuell den finalen Pass spielt oder sogar an euch vorbeikommt. Bedeutet, weniger ist manchmal mehr, verteidigt lieber mit 3 zentralen Mittelfeldspielern und lasst den Zehner vorne, wie gesagt, wenn er keine Verteidigungswert hat. Wenn ihr einen guten Zehner habt, der auch Verteidigungswert hat, wie zum Beispiel den Atal, wie einen Awar, wie einen Vasquez und, dann könnt ihr gerne Defensive verstärken, dazugeben. Oder wenn ihr auch sagt, hey, ich bin sehr gut in der Verteidigung, ich kann auch mit einem, keine Ahnung, mit einem Ronaldinho da jetzt auf der 6 verteidigen, wenn er auf der 10 spielt, wenn er Defensive verstärken hat, dann könnt ihr auch Defensive verstärken geben. Ansonsten würde ich echt euch empfehlen, hier vorne bleiben zu geben. Beide Achter bekommen hinten bleiben und Mitte abdecken.
die werden sowieso nach vorne geschickt aus dem Halbfeld, weil die schneller Aufbau haben. Deswegen wollen wir so mit hinten bleiben, die so ein bisschen zügeln und sagen, hey, mach mal ein bisschen langsamer. Aber die laufen meistens sowieso auch mit nach vorne. Matthäus bekommt passfähige Zustellen und hinten bleiben bei Angriffen und natürlich Mitte abdecken. Wenn ihr jetzt merkt, dass ihr einen Gegner habt, der wirklich extrem am Kontern ist, der wirklich einen Konter nach dem anderen fährt, dann macht euch noch eine zweite Formation von der engen Raute, wo ihr diesem Spieler in Verteidigung absinken gibt. Ganz wichtig für das Verständnis, in Verteidigung absinken bedeutet nicht, dass Matthäus, wenn der Gegner auf euch zuläuft, in die Viererkette mit reinläuft und ihr dann eine Fünferkette spielt. Nein, das ist falsch. Sondern in Verteidigung absinken, das könnt ihr auch lesen, steht auch da, heißt, dass Matthäus bei den Angriffen sozusagen als Spielaufbauspieler nochmal sich fallen lässt, sozusagen als dritter Innenverteidiger und von hinten sozusagen so eine Dreierkette bildet, wo dann ein Spiel aufgebaut wird und er bei den Angriffen nicht nach vorne läuft. Das werdet ihr auch spüren im Spiel. Denkt an meine Worte. So, wenn er jetzt beim Spielaufbau und beim Angriff hinten ist und ihr greift natürlich an, dann fehlt er in der Offensive als Anspielstation, als zentrale Anspielstation, weil er in der Innenverteidigung ist, ist aber bei einem Konter, wenn der Gegner kontert, direkt mit hinten dabei als erster Sechser, der sofort wieder in seine natürliche Position läuft und direkt wieder vor der Innenverteidigung steht. Und das ist wirklich sehr, sehr mächtig. Der Nachteil ist, wie gesagt, in der Offensive fehlt einfach ein Mann, um den Ball zu halten. Da müssen Aouar, der Zehner und die zwei Außenverteidiger dann reichen. Aber der Vorteil ist, beim Konter ist er wirklich da. Wenn ihr wirklich den Ball halten wollt, dann lasst hier auf hinten bleiben. Wenn ihr gegen Konter geschützt sein wollt, dann in Verteidigung absinken. So, Freunde, die Außenverteidiger bekommen von mir hinten bleiben. Ihr müsst hier nicht mit auf angreifen, auch wenn ihr offensive Außenverteidiger haben wollt. Oder ihr müsst hier nicht auf ausgewogen lassen. Macht wirklich hinten bleiben. Und ihr könnt im Spiel dann mit der Steuerkreuztaste, also Steuerkreuz nach oben und nach links, glaube ich, ist es, könnt ihr eure Außenverteidiger mit anpeitschen, nach vorne zu laufen. Also ihr könnt das wirklich mit dem Steuerkreuz im Spiel je nach Bedarf anfeuern oder einstellen, sodass ihr offensive Außenverteidiger habt. Müsst ihr nicht hier bei den Anweisungen machen. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zur Formation selbst, wie ich sie spiele, wie ich sie offensiv und wie ich sie defensiv spiele. So, Freunde, bei der engen Raute starte ich immer so, dass ich meine Außenverteidiger immer mit nach vorne schicke. Also ich drücke immer die Steuerkreuztaste nach oben und dann nach links, um meine Außenverteidiger hier auf diese Position zu bringen, um die gegnerische Viererkette so breit wie möglich zu ziehen. Wir haben hier drei Spieler in der Mitte, einen Zehner, die natürlich auch mit in der Box sind. Und jetzt werden die gegnerischen Außenverteidiger breit gezogen, sodass hier, also hier auch, der Rechtsverteidiger wird auch breit gezogen, sodass hier diese Pässe an die Stürmer besser kommen können und mehr Lücken in der Mitte sind, um vielleicht eine direkte Schussfinte reinzumachen, in den Stand zu gehen, Elastico zu spielen und so weiter und so fort. Wenn ich merke, dass ich dadurch konteranfällig bin, dann lasse ich natürlich sofort meine Außenverteidiger hinten. Ich nehme die Option mit der Steuerkreuztaste raus und versuche jetzt so schnell es geht, wir haben ja auch schneller Aufbau drin, so schnell es geht, beim Aufbau über zwei Stationen hier vorne reinzukommen oder über Kreuz den Stürmer anzuspielen oder natürlich auch über den Zehner hier nach vorne zu kommen. Wichtig ist, mit schneller Aufbau so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Wenn ihr dann vorne seid, dann müsst ihr euch entscheiden, hey, können wir schnell den Angriff spielen oder müssen wir nochmal abbrechen und über den Zehner nochmal aufbauen, über die Achter nochmal aufbauen und in die Spitze reinspielen. Wichtig ist, dass ihr geduldig bleibt. Ein sehr, sehr wichtiger Hinweis für euch, lasst die Achter wirklich auf dem Halbfeld. Die sollen nicht mit L1 auf die 16er Höhe geschickt werden, also das bitte nicht tun, sondern lasst sie aus dem Halbfeld die Pässe in die Spitze spielen. Das ist enorm wichtig, damit in diesem Raum zwischen Stürmer und den eigenen Achtern wirklich Raum ist, wo ihr auch reinspielen könnt. Wenn die jetzt auch noch mit reinlaufen, dann ist da wirklich mega, mega eng. Ja, und das wollen wir hier nicht. Die sollen nicht mit hier reinlaufen, sondern immer erst aus dem Halbfeld die Pässe reinspielen und dann dürfen sie nachrücken und in diesen Raum reinlaufen. Steht der Gegner sehr, sehr tief, habt ihr hier ein Dreieck, wo ihr wirklich permanent den Ball halten könnt. Wenn er zum Beispiel eine Fünferkette spielt, dann lasst ihn wirklich laufen, dann lasst hier, zack, den Ball zirkulieren, bis ein Passweg hier in die Mitte bzw. in die Spitze frei ist und dann erst spielt ihr den Ball. Ihr habt die Option hier außen, die könnt ihr natürlich noch mitnehmen und immer wieder hier, zack, ein bisschen Handball spielen, bis der Gegner endlich aufmacht, bis der Gegner endlich ein bisschen rauskommt. Und dann müsst ihr auch jeden Raum nutzen, vor allem gegen Leute, die bunkern. In der Verteidigung sind unsere Hauptakteure hier diese drei
ZM-Spieler, mit denen versuche ich immer so gut es geht, so lange wie möglich zu verteidigen, so lange wie möglich die gegnerischen Stürmer zu decken. Wenn diese Spieler überspielt worden sind und wirklich viel zu weit weg sind, um hinterherzulaufen, dann erst wechsle ich auf meine Innenverteidigung, mein 1 gegen 1 zu verteidigen. Wie gesagt, ihr könnt mit Verteidigung absinken bei Matthäus, nochmal diesen Spieler bei Angriffen hier reinrücken und bei Kontern, also wenn ihr hier den Ball verliert und der Konter dann läuft, ist dann Matthäus aus dieser Position, rückt er dann raus, geht wieder auf seine normale Position und ihr habt sofort einen Sechser, der wieder hier verteidigen kann. Wenn ihr das nicht tut, dann steht er meistens hier oben, also ihr seid hier im Angriff und wenn dann ein Konter kommt, zack, wird auch Matthäus meistens überspielt und ihr müsst mit den Innenverteidigern verteidigen. Das ist die große Kunst von in die Verteidigung absinken. Ansonsten versucht wirklich hier mit den Achtern auch ein bisschen auf den Flügel zu helfen, wenn der Ball zum Beispiel hier ist. Lasst den Außenverteidiger niemals alleine. Bis auf diese Höhe dürft ihr mit rausrücken. Auch hier dürft ihr bis auf diese Höhe mit rausrücken. Wenn ihr merkt, ihr kommt nicht an den Ball und der Gegner will in die Mitte spielen, dann müsst ihr auf Matthäus wechseln und hier ranrücken. Wenn ihr erkennt, dass er noch eine Station weitergehen will, dann müsst ihr auf Aouar wechseln und hier in diesen Raum reinlaufen. Also ihr müsst sehr, sehr viel mit diesen drei Achtern arbeiten, um die Mitte zuzuhalten. Ja, meine Lieben, das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Testen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Lasst Feedback da, wie die Formation bei euch gegriffen hat. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Die Wo ist das Wort? Haut rein.